So, Leute, willkommen zurück, beziehungsweise willkommen zum neuen Tutorial. Und zwar habe ich euch ja davor das Aufbau-Tutorial gezeigt und jetzt will ich euch noch zeigen, wie man am besten adeln kann. Ich habe jetzt hier einiges an Truppen stehen und mein AG, beziehungsweise mein Adelshof liegt jetzt auch auf 3. Und 251 Speer habe ich auch und dann könnt ihr hier die Umgebung mal spyen. Ich habe jetzt hier bei dem Basher Freak Glück gehabt. Wie ihr seht, er hat off stehen. Trotz Wald 20 auch und labert halt, der hat Def. Und dann gebe ich euch jetzt wirklich einen ziemlich guten Trick. Heute, Alter, sorry. Heute wieder, ja, egal, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie man eigentlich ohne ziemlich große Verluste einen Off veradeln kann, ohne auch Angst zu haben, dass er euch mit der vollen Off retimet. Und das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Was baue ich denn hier? Hauptgebäude hoch. Das ist unnötig. So. Jetzt warten wir, bis ich 3 AG stehen habe. 8 Sekunden noch. Und dann geht's ab. Jetzt timen wir, beziehungsweise tappen wir mal. Und das ist jetzt wirklich ziemlich gemein. 500 LKF. 1. 50. 1 und 50. So. Warum ich das mache, also wenn euch jetzt ein Retime gibt mit 500 LKF, dann, also auf 500 LKF, wir haben ja genug Grassis, pushen wir erst irgendwas in die Gebäude rein und ja, jeder Offer stellt eigentlich raus, dann können wir am Ende mit unseren ganzen LKF reinrennen und ja, ich hoffe, er stellt auch raus. Wenn nicht, rennen wir halt mit den 3 AGs rot und wir haben ein paar Truppen von ihm angekratzt, weil 500 LKF sind ja wirklich ziemlich wenig. So, er hat beim Spy-Bericht schon mal rausgestellt. Ich weiß nicht, ob da schon jemand reingelaufen ist, weil er so wenig Ressis hat, aber das ist erstmal egal. Er hat off, Bauernhof 28, also reicht schon für 4K-2K off. Ja, jetzt sind unsere Trüppchen erstmal zurück. Und ich wette mit euch, er gibt mir einen Retime. Also, das muss man eigentlich auf CH machen. Deswegen rennen wir jetzt einmal mal mit unseren LKs blind rein. Nochmal spyen. Und ihr seht, er hat rausgestellt, okay, die Zustimmung war schon unten. Das wundert mich jetzt ein wenig. Vielleicht hat er auch gar keine Def mehr Zustimmung auf 2. Ja, dann gibt uns wahrscheinlich doch kein Retime mehr. Alles auf 20, das wundert mich jetzt wirklich. Vielleicht wird er gerade von irgendjemand anderem geadelt. Von dem hier. Den spyen wir danach doch einfach mal. Auf jeden Fall greife ich jetzt auch nicht, weil die Zustimmung so weit unten ist, mit all meinen Truppen an. Das wäre Selbstmord. Weil, wenn die Zustimmung unten ist und dann direkt einer reinrennt, dann ist es nicht so prickelnd. Aber ich könnte auch mit meiner kompletten Def adeln. Ich glaube, das mache ich, weil die Wall ja auf 20 ist. Ja, genau das mache ich. Ich adle jetzt einfach mit einem AG und meiner kompletten Def. Ich habe ja Def LKF geklickt. Zustimmung war auf wie viel? Auf 2, das heißt ein AG reicht. Truppen schicken. Deswegen haue ich mir jetzt auch die Wahl nicht runter. 1:07. Damit ich zweimal Zeit habe zum Vortabben, haue ich einfach mal hier eins rein. Habe ich jetzt glaube nicht hingekriegt. Ne, habe ich nicht hingekriegt. Oh Mann, Mann, Mann. Dann habe ich noch mal Zeit und zwar hier Chillerello Senkens oder wie die heißt. 2:51. 32 Sekunden bin ich da. Ach du Kacke, ach du grüne Neune. 27 Sekunden, da muss ich jetzt perfekt vortappen. Und ich hab's hingekriegt, er hat in der allerersten Bude. Was hat denn er da stehen? Schaue ich mir jetzt direkt mal an. Das
kann jetzt natürlich sein, dass ich das Dorf nicht bekomme. Was mich tierisch aufregen würde. Aber. Achso. Ich habe alle Truppen verloren. Und ich habe die Bude nicht gekriegt. Also. Ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber naja, Kai, reg dich nicht auf. Auf jeden Fall adelt man so eigentlich nicht, aber naja, was will man machen? Treff haben wir jetzt noch stehen, dann machen wir einfach in der zweiten Bude auf. Das ist so ein verschicktes Tutorial, aber ich hoffe, ich gefällt es jetzt trotzdem. Und dass ich jetzt die Bude hier noch bekomme. Sonst wird es mich auch aufregen. Was hätte denn in der Hauptbude stehen? Greifdorf 001 an. Er hat noch ein paar Spitzen stehen. Das heißt, wir könnten rot laufen. Was ziemlich assi wäre, aber ist ja egal. Hat ja keinen Stamm mehr. Da haue ich jetzt hier mit der Def vor, was man eigentlich nicht machen sollte, aber wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. 20 Sekunden, okay, Def kann ich eh nicht mehr verhauen. Ich hätte einfach mit Rammen angreifen sollen, aber ich wusste nicht, dass die Bude direkt geadelt wird. Kann man jetzt auch nichts machen. 10 Sekunden noch. 376 LKW. Spannend. Und ich hab das Dorf. Direkt mal zudeffen. Von 20 auf 0. Ein bisschen Glück gehabt, aber egal. Schauen wir uns mal die Ballstufe an. Fresh Buffalo's Dorf. So, auf jeden Fall, so adelt man. Natürlich nicht mit so großen Verlusten, aber ja, das ist ein ziemlich guter Trick, wenn ihr auch veradeln wollt. Bis zum nächsten Mal.